Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Starfield. So, dann wollen wir mal weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Und zwar geht's ja jetzt quasi einmal los jetzt hier. Ah, Captain. Mit dem Kabinett. Wunschjob. Und dann wollen wir doch mal das Kabinett überzeugen. Zur Not Schrotflinte unter der Nase und dann klappt das schon. Ah, willkommen. Du musst der Captain aus Hadrians Bericht sein. Wir schätzen sehr, dass du für diese Informationen solche Gefahren auf dich genommen hast. Habe nur meine Befehle befolgt. Und dein befehlshabender Offizier wird erfahren, dass du das vorbildlich getan hast. Nun denn, diese beiden Antragsteller haben eine überraschende Bitte. Zugang zu den Terrormorph-Daten der Xeno-Kriegsführungseinheit, der UC im Sperrvertrag-Archiv. Dieser Antrag muss nicht nur von diesem Kabinett, sondern von allen drei Vertragsparteien gebilligt werden. Den UC, dem Freestar Collective und Haus Varun. Nun, Captain, wir haben alle Hadrians Bericht gelesen, doch deine Perspektive fehlt uns noch. Vielleicht könntest du für das Kabinett zusammenfassen, was du als Ziel dieser Unternehmung siehst. Ich bin nur hier, um von meiner Erfahrung zu berichten. Hadrian ist diejenige mit den Plänen. Verstanden, Captain. Madam, ich halte diese gesamte Diskussion für gegenstandslos. Niemand würde behaupten, dass der Vorfall auf Tau Ceti keine schreckliche Tragödie war. Doch Terrormorph-Angriffe sind alles andere als eine neue Bedrohung. Sie finden schon seit Generationen statt. Versiegelte Archivdaten offenzulegen und das Gleichgewicht des galaktischen Friedens aufgrund eines einzelnen Angriffs zu gefährden. Das ist bestenfalls eine Überreaktion und schlimmstenfalls ein Übergriff der Tochter eines blutrünstigen Kriegstreibers. Ich möchte den Minister daran erinnern, wer hier vor ihm steht. Zur Kommunikation mit meinem Vater im Jenseits wäre ein Medium nötig. Wie viele müssen sterben, ehe das Kabinett bereit ist zu handeln? 50? 50.000? Denn wenn Tragödien wie die von Tau Ceti nur ein Vorgeschmack sind, dann wird es sicher bald genug Todesopfer geben. Lasst uns sachlich bleiben, ja? Es steht außer Frage, dass die Erhaltung des Lebens die höchste Pflicht dieser Institution darstellt. Aber Minister Yassin hat recht. Wird ein einziger Angriff ausreichen, um die anderen Fraktionen zur Freigabe von Daten zu bewegen, die sie zweifelsohne für bedrohlich halten? Ich bezweifle das sehr. Vielleicht kannst du helfen, Captain. Du hast die fragliche Probe beschafft. Ist dir an diesem Terrormorph etwas besonders Alarmierendes aufgefallen? Nein, Ma'am, nichts Besonderes. Hey, warum jetzt so zurückhaltend? Das ist sehr interessant. Nun denn, Captain, basierend auf dieser Diskussion und den dir bekannten Informationen, würdest du an unserer Stelle dem Antrag zur Öffnung des Archivs zustimmen? Das Archiv wird geöffnet. Das Schicksal will es so. Tut das Richtige und unterstützt unsere Bitte. Ich muss dem Captain zustimmen. Die Archive zu öffnen scheint die richtige Entscheidung zu sein. Ja, es scheint so. Nicht wahr? Ich ziehe meinen Einspruch zurück. Das Schicksal soll walten. Ja. Ein Glück, dass du heute hier warst, Captain. Dann sind wir beide uns einig, Minister. Wenn es keine anderen Einwände gibt, können wir die Bitte mit unserer vollen Unterstützung an die anderen Parteien... Was war das? Achtung! Achtung! Unerwarteter Vorfall. Umlage wird abgeriegelt. Ein Vorfall? Chief Sarkin, was geht hier vor? Es gab einen Angriff. Am Raumhafen. Terrormorphs. Terrormorphs? Mehr Angriffe, wie vorhergesagt. Meine Güte. Oh nein.
Es muss eine andere Erklärung geben. Die Kreaturen sind unseren Scannern entgangen. Für wilde Mutmaßungen werden wir später Zeit haben. Chief Sarkin, lass den Raumhafen evakuieren und deine Truppen die Kreaturen in Schach halten. Aber diskret. Wir können keine stadtweite Panik gebrauchen. Jawohl, Ma'am. Admiral Logan, können die Kasernen vor Ort helfen? Ich selbst übernehme den Befehl. Aber es wird eine Weile dauern, ehe die nächststationierte Anti-Xeno-Truppe hier landen kann. Dann müssen wir das Beste aus dem machen, was wir haben. Ihr zwei, diese Kreaturen dürfen den Raumhafen auf keinen Fall verlassen. Ich will euch schleunigst vor Ort haben. Wir geben Bescheid, dass ihr kommt. Und dass ihr mit den Dingern Erfahrung habt. Zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Schon dabei, Ma'am. Captain, ich folge dir. Lass uns keine Zeit verlieren. Okay, dann verlieren wir mal keine Zeit. Es sei denn, die UCs lassen mich nicht durch. Ach nee, wir müssen ja jetzt erstmal mit der... Stopp! Genau. Stopp! So, einmal das EM-Gewehr hier ausrüsten. Wo ist es denn? Da. Naja, ihr habt das nur auf EM modifiziert. Wir wollen volle Power, voll. Ich kann nicht. Wirklich nicht hier sein. Ja, das frisst ja richtig. Hättet ihr mir wenigstens das Dicke geben können, oder? Ich halte. Komm ich an die nicht richtig ran hier? Meine Güte. Die ist noch nicht ganz fertig. Okay, jetzt. Lichter aus! Willst du seine... Bleib bloß liegen, Kollege. So, jetzt können wir die richtige Knarre nehmen. Danke für alles. Wir wollten ihnen nichts tun. Wie die Leute sich benehmen, das habe ich schon einmal gesehen. Sie standen unter dem Einfluss des Terrormorphs, oder? Ich weiß es nicht. Sie waren unten im Hafen und haben einfach geschrien. Wir wollten sie zurückhalten, sie in den Zug befördern, wo sie sicher sind. Aber manche von den anderen Officers... Wir konnten sie nicht zurückhalten. Sie haben einfach auf uns gefeuert. Unsere Kollegen. Sie sind Amok gelaufen. Pheromonprojektion. Manche Terrormorphs können einen Nebel erzeugen. Er wirkt sich auf jeden anders aus. Aber manche Menschen verlieren die Kontrolle. Greifen alle um sich herum an, obwohl sie nicht wollen. Wie ferngesteuert. Wenn man den Morph tötet, durchbricht man die Bindung. Aber das heißt, wir müssen aufpassen, wohin wir feuern. Und die EM-Waffe griffbereit halten. Wenn jemand mich angreift, schalte ich ihn aus. Dann lass mal lieber die EM-Waffe geladen. Also, dann los. Die Net ist offen. Bitte, tu alles, um ihnen zu helfen. Naja, ich glaube nicht, dass das hier EM ist, aber passt schon. Auf zum Raumhafen. So. Meine Güte, wir dürfen keine Zeit verlieren. Beeilung! Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Diese Statue gefällt mir. Ob sie wohl der ursprünglichen Vision des Künstlers oder hat er das Design während der Arbeit abgeändert? Mann, was du? Du tust mich nicht! Reicht nicht! Na, war der. Sich. Oh, Scheiße! Captain! Machen wir mal anders. Alles wird gut! Das ist nicht echt! Was immer du gerade erlebst, das ist nicht real!
Wir müssen diesen Morph erledigen! Ja, bin ja schon dabei. Fleisch für die Schlachtung. Komm, ich nehme mal ein Trauma und dann nehmen wir noch mal... Ja, halt. Erst nachladen. Und dann einmal Blend. Und das erste Vieh ist down. Natürlich sehen die United Colonies ganz genau zu. Gott bewahre, dass ihnen etwas entgehen könnte. Seid ihr unsere Experten? Die letzten Kreaturen sind auf dem Landeplatz eingekesselt, aber unsere Reihen bröckeln gewaltig. Angeblich habt ihr das schon mal gemacht. Ich kann einen Trupp stellen und was auch immer ihr an Ressourcen braucht, aber wir dürfen niemanden mehr an sie verlieren. Erledige diese Dinge. Schnell. Wir halten die Stellung, so gut wir können. Okay, optional, sprich mit dem Trupp. Das hatten wir ja noch nie so wirklich gemacht. Hab gehört, dass ihr Verstärkung gebrauchen könntet. Wir sind bereit, wenn ihr Rückendeckung braucht. Habt ihr zwei schon Erfahrung mit Terromorphs? Nur das, was uns auf dem Weg hierher gesagt wurde. Aber mit Druck können wir umgehen. Es geht nicht darum, nur einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir reden hier von einem psychischen Angriff, der euch selbst zur Gefahr machen kann. Wir sind keine UC Security. Macht ihr keine Sorgen. Haltet uns den Rücken frei. Roger, wir decken euch. Egal was da ist. Ich bin bereit. Ja gut, dann. Wenn du bereit bist, bin ich's auch. Da vorne haben wir nämlich das nächste Vieh. Und das hat mich schon instant gesehen. Sie werden dich verraten. Jeder einzelne. Na komm. Willst du das wirklich? Also das Vieh sagt ja. Du hast verloren. Du gewinnst nicht. Sie gewinnen immer. Ach was. Jetzt nochmal schön mit Stealth drauf. Ich pack das. Hat er mich schon wieder runtergekickt hier. Halt! Stopp! Wir sind nicht feindselig. Die sind überall, an allen Seiten. Rückzug, Rückzug. Der Marine ist jetzt übernommen worden. Verdammt, soll's dir sein. Ich beschütze. Ergib dich. Und Waffen runter. Wir wollen nur eure Freunde sein. Ja, ja, immer nur die Freunde, ne? Na komm. Ich stehe Ihnen im Kampf bei. Offensichtlich haben wir gesiegt. Sie werden sich gegen dich wenden. Töte sie. Jetzt. Wie viele Marines haben wir noch? Wir müssen ja jetzt nicht den Helden spielen und so. Okay, nur ein Marine? Wo sind die anderen beiden hin? Ich dachte, ich krieg nochmal Free Loot. Na gut, denn. Mal gucken, ob ich ihn hier zu mir gelockt krieg. Und mal gucken, ob wir es jetzt vielleicht mal mit Stealth hinkriegen, weil der war ja auch noch relativ stark, ne? Ja, nun geht die mal ablenken. Beschäftigt sie! Ziel erfasst! Ja, gerade im Stealth macht das Ding nochmal ein bisschen mehr Schaden. Aber der kommt nicht rüber. Los! Ah,
Ah, und jetzt bin ich... Ja, okay. Hab noch Stealth. Okay, alles gut. Du gehörst mir. Also kriegen wir dich doch viel leichter geprutzelt. Jede Kugel, Ziel den fünffachen getötet. Schaden. Gute Arbeit, Captain. Macht halt schon ein bisschen mehr Sinn. Aber gut, jetzt haben wir auch ordentlich was verbolzen. Munition. Das macht Spaß. Munition zu verschießen. Oh, er ist tot. Einfach unglaublich. Es war keine Untertreibung, dass ihr zwei euch auskennt. Da hat uns das Universum wirklich die richtigen Leute geschickt. Vergiss nur nicht, wer euch die Haut gerettet hat. Das werde ich nie und nimmer vergessen. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht hier gewesen wärt. Ich bin nur froh, dass wir helfen konnten. Captain, wir sollten Bericht erstatten und der Präsidentin melden, dass die Terrormorphs erledigt sind. Halt die Ohren steif, Sergeant. Na gut, dann einmal wieder zurück. Sollte ja nicht das Problem sein. Der Weltraumhafen wurde gesichert. Es gelten weiterhin Sicherheitsvorkehrungen. Bis zur endgültigen Entwarnung. Bitte so. Dann einmal wieder ganz zurück. Und mal erzählen, dass wir es erledigt haben. Das freut mich zu hören. Danke, Gentlemen. Teilt den Truppen mit, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jawohl, Ma'am. Ah, da seid ihr ja. Wir haben einiges zu besprechen, nehme ich an. Meine Leute waren nicht auf die Attacke am Raumhafen vorbereitet. Hadrian, das kommt nicht. Wie es scheint, schuldet das Kabinett dir nicht nur Dank für deine Taten heute, sondern auch eine Entschuldigung. Deine Befürchtungen wegen der Terrormorphs waren offenbar mehr als begründet. Danke, Ma'am. Ich nehme Dankbarkeit in Form von Credits, Immobilien oder Luxusgütern an. Was das angeht, habe ich schon etwas im Sinn. Aber das muss warten. Die heutigen Ereignisse haben dem Kabinett unser weiteres Vorgehen nur verdeutlicht. Ihr habt unsere volle Unterstützung bei eurem Antrag zur Freigabe der Terrormorph-Daten aus dem Archiv sowie bei den Ermittlungen der Umstände hinter diesen Angriffen. Aber um diese Ziele zu erreichen, brauchen wir die richtigen Leute an den richtigen Orten. Dementsprechend hat das Kabinett mich ermächtigt, dich mit sofortiger Wirkung wieder in den Rang eines Majors einzusetzen, Hadrian. Du solltest mit Hilfe der Daten untersuchen, wie es zu den Angriffen kam und wie wir sie stoppen können. Bist du dazu bereit? Ich... Ja, Ma'am. Es wäre mir eine Ehre. Ausgezeichnet. Aber wie ihr beide bereits betont habt, werden wir für eine solche Untersuchung erst einmal die volle Unterstützung des Freestar Collective und Haus Varun brauchen. Eine Person, die ganz genau weiß, welche Gefahren auf die Colonies und den Rest der Galaxie zukommen. Dem Kabinett schwebt eine bestimmte Person vor. Du, Captain. Ich denke darüber nach, aber erst will ich wissen, was ich dafür bekomme. Dazu komme ich als Nächstes. Im Gegenzug sind wir bereit, nach Erhalt der Daten deine Einbürgerung zu beschleunigen. So kommst du an die Credits und die Immobilien, die du dir wünschst. Also, hilfst du uns? Ich werde das Kabinett nicht enttäuschen, Ma'am. Das höre ich gern. Natürlich musst du diese Aufgabe nicht ganz allein bewältigen.
Vizeministerin McIntyre vom Amt für interstellare Angelegenheiten wird dir helfen, Zugang zum Archiv zu erhalten. Du solltest sie in ihrem Büro antreffen, direkt gegenüber. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das ist alles. Du hast unsere volle Unterstützung, um weitere Attacken zu verhindern. Ich werde mit Chefingenieurin Kulkani sprechen. Wir sollten einen Plan für... Gut, denn einmal Attacke. Ja, was? Minister Yassin, diese Befehle... Ein Vanguard-Captain? Das... Jawohl, Sir. Ich werde mich um alles kümmern. Dann bist du dieser Vanguard-Captain. Willkommen. Ich bin stellvertretende Chefdiplomatin McIntyre, Chefdiplomat Yassins rechte Hand. Offenbar hast du wesentlich zur Rettung der Stadt beigetragen. Dafür danke ich dir. Wie ich höre, hast du beim Kabinett großen Eindruck hinterlassen. Minister Yassin sagt, dass das Amt für interstellare Angelegenheiten voll hinter dir steht, beim Zugriff auf die Terrormorph-Daten und darüber hinaus. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen. Und das bedeutet, wir müssen dir Zugang zum Archiv verschaffen. Du weißt, was das Archiv ist, richtig? Es enthält alle verbotenen Daten aus dem Koloniekrieg. Ich sehe, du hast die Nachrichten verfolgt. Dann weißt du sicher auch, dass es ursprünglich von den drei Hauptmächten der Galaxie verwaltet wurde. Zugang zum Archiv wird nur in äußersten Notfällen gewährt und ist nur mit Hilfe von einmaligen Zugangscodes der drei Sperrvertragsparteien möglich. UC, Freestar Collective und House Varun. Die UC haben bereits zugestimmt. Wir müssen also zwei Personen, die Botschafter des Freestar Collective und House Varun, überzeugen, uns ihre Codes auszuhändigen. Wenn du das schaffst, kommst du an deine Daten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Das klingt kompliziert. Ist es auch. Beide haben Gründe, weshalb sie nicht mit uns arbeiten wollen oder können. Ich kann dir ein paar Anhaltspunkte geben, die dir helfen könnten. Aber letztendlich liegt es in deiner Hand, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen. Willentliche Zusammenarbeit. Drohungen und Gewalt kommen nicht in Frage. Das schließt allerdings etwas Kreativität nicht aus. Aber das bedeutet, dass du wissen musst, mit wem du es zu tun hast. Mit wem sollen wir anfangen? Botschafterin Radcliffe von Freestar oder Botschafter Belmore von House Varun? Na dann, erzähl mir von Botschafterin Radcliffe vom Freestar Collective. Ah, Botschafterin Radcliffe. Sie ist Veteranin des Koloniekriegs und sie hat nur ein Ziel, uns das Leben schwer zu machen. Es klingt, als würde mir das Spaß machen. Unsere offizielle Linie ist klar. Versuche, mit ihr zu verhandeln. Nutze deine militärische Erfahrung und dein Wissen über die aktuelle Bedrohung, um sie zur Kooperation zu bewegen. Und vielleicht funktioniert das ja. Ich lasse mich gern überraschen. Aber ich fürchte, wir werden andere Methoden brauchen, um an ihren Code zu kommen. Du unterschätzt gewaltig, wie charmant ich sein kann. Ha, wenn das der Fall ist, lasse ich mich zu gern überraschen. Aber wir haben noch ein anderes Ass im Ärmel. Der UC-Geheimdienst hat ein Abhörgerät in die Quartiere der Botschafterin eingeschleust. Das könntest du zu deinem Vorteil nutzen. Aber wenn du beim Einbruch erwischt wirst, landest du direkt in einer Zelle der Botschaft. Wenn du also an die Aufnahmen des Abhörgeräts kommen willst, musst du einen Weg finden, ungesehen dort hineinzugelangen. Wir haben einige Informationen erhalten, die dir dabei helfen könnten. Außerdem ist einer ihrer Mitarbeiter nicht zufrieden und würde vielleicht Informationen herausrücken oder sogar mit dir zusammenarbeiten. Ich habe jetzt genügend Informationen zur Botschafterin Radcliffe. In Ordnung. Hier ist dein diplomatischer Pass. Ich kündige an, dass du unterwegs bist, sonst lassen sie dich dort gar nicht erst rein. Und nimm die hier. Minister Yassin will, dass du bei diesem Vorhaben mehrere Optionen hast.
Erzähl mir vom Botschafter Belmore vom Haus Varun. Botschafter Belmore ist kompliziert. Als der gesamte Rest von Haus Varun sich kurz nach der Unterzeichnung des Sperrvertrags zurückzog, blieb Belmore hier. Seitdem hat er diverse Archivanfragen unterstützt. Wir können also darauf hoffen, dass er das erneut tut. Allerdings würde ich nicht behaupten, dass ich verstehe, was im Kopf eines Mitglieds von Haus Varun vorgeht. Das klingt doch ziemlich vielversprechend. In der Tat, aber es gibt ein Problem. Wir sind uns nicht sicher, ob Belmore überhaupt noch lebt. Er war schon immer öffentlichkeitsscheu. Aber es ist inzwischen mehrere Jahre her, seit er zuletzt gesehen wurde. Scans der Anlage zeigen Lebenszeichen. Aber nicht die Art, die wir erwartet hätten. Du musst ihn finden und freundlich, aber mit Nachdruck an seine Vertragspflichten erinnern. Ich werde ihn aufspüren. Davon gehe ich aus. Über die Vordertür kommst du nicht rein. Aber laut unseren Spionen gibt es einen Seiteneingang, den du nehmen kannst. Hier, dieses Gerät sollte dich bis ins Innere der Botschaft bringen. Danach bist du bei der Suche nach dem Botschafter aber auf dich allein gestellt. Und ich sollte dich warnen. Durch die Angriffe wurden möglicherweise in der Botschaft Alarmsysteme ausgelöst. Nimm dich vor den Sicherheitssystemen in Acht. Wenn du noch Fragen hast oder eine Vorgehensweise abklären willst, die wir noch nicht besprochen haben, stehe ich dir jederzeit zur Verfügung. Ich würde vorschlagen, erst mit Botschafterin Radcliffe zu reden, solange der Angriff ihr und ihrem Personal noch frisch in Erinnerung ist. Wir zählen auf dich, Captain. Na gut, denn... Hey. Jetzt wollen wir mal, bin ich am Überlegen, ob wir es charmant machen, denn wären wir auch relativ schnell durch mit der Quest. Oder ob wir eher sagen, wir probieren doch mal den anderen Weg. Beides wäre eine Möglichkeit, ne? Wie gesagt, mit Überreden sind wir eigentlich schon relativ gut. Also, die wird ihren eigenen Sohn verkaufen, wenn ich ihr das sagen würde. Mit dem Manipulieren und mit der Überredungskunst. Aber, ich weiß noch nicht. Ich kann nicht umhin zu bemerken, dass das Koloniekriegsdenkmal in direkter Sichtlinie dieser Botschaft steht. Das dürfte wohl Absicht sein. Ah, du wirst schon erwartet. Die Botschafterin ist in ihrem Büro. Geh rein. Gut, gehen wir rein. Gäste haben nur zur Lobby, den Büros und dem Konferenzsaal. Wie oft im Laufe der Jahre wohl die eine oder andere Seite gedroht hat, diese Botschaft zu schließen. Mehr als einer. Diese vielen Sicherheitsmaßnahmen und trotzdem wird der Raumhafen angegriffen. Das ist ja wieder typisch, UC. Nur bedauerlich, dass ich das durch eine SNN-Meldung erfahren habe. Wir haben einen strategischen Vorteil zu wahren, Mr. Long. Natürlich, Ma'am. Das wird nicht wieder vorkommen. Man könnte sich jetzt ungesehen hier durchschleifen, aber ohne den Code kann ich es ja nicht machen. Klingt, als wäre das im Raumhafen ganz schön schlimm gewesen. Tut mir leid. Hast du einen Termin? Du willst sicher weitere Terramorph-Angriffe verhindern und ich habe das perfekte Angebot. Was soll das? Ah, McIntyre hat dich angekündigt. Sie sagte, du hast am Raumhafen alles hautnah miterlebt. Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Du hast viele Leben gerettet. Sie erwähnte außerdem, und vielleicht habe ich mich da einfach verhört, dass die UC die Terramorph-Daten aus dem Sperrvertrag-Archiv freigeben wollen. Das sind einige der bestgehüteten Daten in der Galaxie, um uns alle zu beschützen. Ich nehme also an, dass du hier bist, um dieses Missverständnis aufzuklären und dass du nach deinen Heldentaten nicht mit dieser vergeblichen Bitte hergeschickt wurdest. Nein, ich bin hier, um zu betteln. Bitte, 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 dürfen wir ins Archiv? Ach, hör doch auf, das ist ja erbärmlich.
Ja, darum möchte ich auch bitten. Das ist äußerst unangenehm. Siehst du, nicht einmal deine Begleitung lässt das kalt. Ich sage es ganz offen. Meine Antwort ist nein. Diese Daten sind versiegelt, weil sie gefährlich sind. Ich werde mich hüten, die Galaxie diesem Risiko auszusetzen. Und jetzt verschwende nicht länger unsere Zeit. Ach komm, wir machen es mit Überzeugen. Bitte, Botschafterin, höre dir doch einfach an, was ich zu sagen habe. Du bist echt beharrlich. Meinetwegen, du hast eine Chance, eine einzige, mich zu überzeugen. Verstanden? Danke, Botschafterin. Lass mich erklären. Ich höre. Ich weiß, es war ja wieder ein Update. So, probieren wir es mal. Ohne eure Hilfe könnte im Freestar Collective dasselbe geschehen wie hier und in Londinion. Londinion. Sie mussten den ganzen Planeten aufgeben, aber das ist Geschichte. Deine Antwort auf eine mögliche Krise ist also nichts tun. Toller Plan. Du hast nicht Unrecht. Jemand muss etwas unternehmen. Du warst Soldatin. Deine Aufgabe war es, zu schützen. Und das werden wir mit diesen Daten tun. Du hast wohl recht. Unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. Nun, Captain, das ist durchaus einleuchtend. Aber ich gewähre euch den Zugang zum Archiv nur unter den folgenden Bedingungen. Der Zugang ist beschränkt. Ihr erhaltet nur die Daten, die zum Stoppen der Terrormorph-Angriffe nötig sind. Das werden die Beobachter sicherstellen. Ihr bekommt nur einmalig Zugang, eine Chance, alle nötigen Daten zu entnehmen. Und die weitere Verwendung der Daten wird überwacht. Wenn mit Hilfe der Daten die Galaxie gerettet werden soll, muss die Galaxie ein Auge darauf haben. Freestar-Wissenschaftler werden alles genau beobachten. Haben wir eine Abmachung? Haben wir. Ausgezeichnet. Folge mir. Ich wollte jetzt erst das andere nehmen, aber ich habe mir dann gedacht, okay, das wird nichts, da wird sie sowieso Nein sagen, weil sie einfach dickköpfig ist. Und dann hätten wir nochmal zurück und dann uns die Genehmigung holen müssen. Nee, lass mal. So, dupdi-dupdi-dups. Oh, guck mal, jetzt ist die Tür auch offen. Soweit ich weiß, ist das schnell erledigt. Ja, denn? Da haben wir's. Hier, ich werde die Vizeministerin McIntyre kontaktieren, um die Überwachung zu organisieren. Auf unerwartete Verbündete. Okay, so, dann müssen wir jetzt noch ins Haus von Varun. Dubbel, dubbel, dub, 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 dub. So, dann laufen wir mal kurz darüber. Und dann werde ich mich jetzt schon mal ein bisschen freuen, denn wir können jetzt ein paar Robis kaputt machen. Robis putt machen, ja. So. Schroten wir sie weg. Einmal in die Botschaft. Das ist nun wirklich gänzlich anders als alles in New Atlantis. D.
Der Baum war jahrzehntelang unbeaufsichtigt und glaubt, dass ihm hier alles gehört. Ey, muss mal gucken. Irgendwo waren Roboter, die wieder aufgestanden sind, ne? Der hat schon mal gut gesessen. Also dann, nun stirbst du. Ja, ja. Na, da steht noch einer. Das sah aus, als wenn es eine Puppe wäre. Du bist erledigt! Ja, sind die wirklich. Immer schön rennen, trifft die Richtigen. Na. Ich weide dich aus! Mehr hast du nicht zu bieten? Nee, mehr hat er jetzt nicht mehr zu bieten. Die zappeln hier so schön rum. Muss ich doch jetzt mal nachladen hier. So, der ist schon tot. War was Wertvolles dabei? Nee. Na, wo ist denn das Ding? Da. Haben wir nicht noch einer? Dann machen wir jetzt mal kurz Sneaky weg. Level 6. Okay. Irgendwo da drüben muss noch einer sein. Ah ne, das war jetzt weiter oben, ne? Der mich schon gesehen hat. So, du warst schon kaputt. Gut, haben wir auch. Langsam rum hier. Und immer schön rein, trifft die Richtigen. Auch wenn ich sie kaum bis gar nicht sehe. Aber klappt bis jetzt. Ja, versuch's nur. Da musst du mir schon mehr bieten. Na, bis jetzt klappt doch auch Sneaky mit der Schrotflinte hier. So. Ich weiß nämlich nicht, welche besser ist jetzt gegen die Robis. Aber eigentlich sind ja beide okay. So. Nein. Hier war das. Vorsicht!
Ja, die Dämonen sind real, ich weiß. Gut, dann gehen wir mal die Dämonen besiegen. Jetzt krieg ich mal hier wenigstens ein bisschen Luft. Mal gucken, wie er jetzt auf den Schalldämpfer reagiert hier. Also das ist schon mal ganz gut gesessen. Puff. Oh, in Brand setzen konnten wir sie auch. Wunderbar. Die Strafe hat sich also als Vorsehung entpuppt. Wieder einmal zeigt sich, die Wege der großen Schlange sind wahrlich unergründlich. Ich schulde dir meinen Dank und eine Entschuldigung für deine Tortur. Komm, lass uns reden. Na denn, geh vor, setz dich hin. Von halbdefekten Intercoms durch die Botschaft geleitet zu werden, lässt als Begrüßung einiges zu wünschen übrig. Deine Beharrlichkeit ist lobenswert. Der Giftbaum hat wohl mehr Systeme beeinträchtigt, als mir klar war. Aber wie könnte ich eine solche Schönheit einsperren? Aber sag mir, wie ist es in der Außenwelt? Ich hörte eine Nachricht über einen Angriff, dann folgte ein Energiestoß und schließlich blieb nichts als Stille. Ist es der restlichen Stadt auch so schlecht ergangen? Überall in der Stadt sieht es weit besser aus als in dieser Müllhalde hier. Ich sollte womöglich öfter aufräumen, aber ich empfange so selten Gäste. Und nur wenige Willkommene. Nun, sicher habe ich deine hilfreiche Anwesenheit nicht nur der Gnade der Schlange zu verdanken. Du kommst von den UC, so viel steht fest. Wer sonst würde hier einfach so reinspazieren? Ich hörte eine Nachricht über Terramorphs am Weltraumhafen. Das ist durchaus bedenklich, aber warum solltest du hierher kommen? Wo ich doch nichts zu bieten habe, außer wohlmeinenden Zuspruch. Ah, einen Archivcode. Die UC benötigt also Informationen. Über Terramorphs, nehme ich an. Habe ich das richtig erfasst? Genau so sieht's aus. Gib mir den Code, damit ich von hier verschwinden kann. Ich höre Dringlichkeit in deiner Stimme. Die UC fürchten um ihr Volk. Das Archiv dient vor allem der Erhaltung des Lebens. Die Nutzung dieser Daten zur Verhinderung weiterer Angriffe wäre durchaus logisch. Aber bevor ich dir Zugang gewähre, habe ich eine Bedingung. Seit Jahren ist Haus Varun als Inbegriff von Gewalt bekannt. Wir gründeten diese Botschaft, um dieses Vermächtnis abzuwerfen. Doch mit wenig Erfolg. Im Gegenzug für meinen Code musst du dafür sorgen, dass er für gute Zwecke eingesetzt wird. Dafür, dass Varun für mehr steht als nur Gemetzel. Kein Wissen ist von böser Natur. Wir sind es, die es zum Bösen wenden. Versprich mir, dass mit dem Wissen, das du suchst, Leben gerettet werden, statt sie zu gefährden. Du bist ein alter Mann in einem Keller. Du hast mir nichts vorzuschreiben, Botschafter. Hast du den Verstand verloren? Du weißt nicht, was der Botschafter durchgemacht hat. Du hast kein Recht, so mit ihm zu reden. Selbstverständlich hast du recht.
Ich habe keine Macht über die UC. Aber ich habe die Macht, mit reinem Gewissen durchs Leben zu gehen. Du hast die Gelegenheit, das Gleiche zu tun. Überlegst du es dir? Schon gut, ich werde sicher gehen, dass die Daten nur für gute Zwecke verwendet werden. Mehr will ich nicht. Komm, folge mir. Eieieiei, wir hätten ihn jetzt auch einfach umbringen können, ne? Aber das hat sie ja jetzt schon gehasst. Eieieiei. Und ich will wirklich böse werden? Hoffentlich funktioniert es. Eine Schmerzklinge. Da haben wir es. Möge es guten Zwecken dienen. Ja. Ist jetzt nicht so gut gelaufen, wie ich mir das jetzt eigentlich vorgestellt habe. Hier mit dem, wir sind mal so ein bisschen böse und wir haben immer noch den Schlüssel nicht. Deswegen den Schlüssel, weil wir ihn umbringen können. Von ihm kriegen wir einen Schlüssel. Ich glaube, wir müssten mal wirklich denn eher, wenn wir böse sein wollen, dann sollten wir wohl wahrscheinlich eher so, naja, solo unterwegs sein. Also keine Begleiter und so. Und ich verlaufe mich hier jedes Mal in diesem blöden Gebäude. Moment, dann ging es hier hoch. Nee, hier ging es runter. Was? Ja, hier durch. Ne, hier war das nicht. Hier war das auch nicht. Hier haben wir das Terminal gemacht. Ah ne, hier war das drunter. Ja, hier ist es. So, und dann können wir hier einmal durch. Einmal durch die ganzen toten Roboter. Ja, ist das hier ein Labyrinth jedes Mal. So, und jetzt können wir auch raus. Na gut, denn einmal zur Botschafterin jetzt. Das hat sie nicht... Ja, jetzt bin ich so ein bisschen überlegen. Wir können ja trotzdem andere Enden machen. Ja, aber wir dürfen nicht ganz so bösartig sein. Nur so halb. Hätte ihn jetzt auch umgebracht, hätte sie jetzt nichts gesagt. Warum auch nicht, ne? Also. Was sagst du zu aber trotzdem würde ich mich den Piraten jetzt eher anschließen. Mal gucken, ob wir es denn trotzdem noch schaffen. Schauen wir mal. So, einmal durch hier. Ich hätte dich so schnell nicht... Moment. Hast du sie etwa beide überzeugt? Radcliffe und Belmore? Wir sind uns alle einig? Es war schwerer als erwartet, aber ja, alle Parteien haben zugestimmt. Es ist selten ein Kinderspiel, mit konträren Interessen und unwilligen Egos umzugehen. Aber du hast dich davon nicht aufhalten lassen, nicht wahr? Also dann, ich habe bereits alles mit den Archivwärtern arrangiert. Wenn du dort eintriffst, wird die Wärterin der UC dir erklären, wie du die Codes einsetzt. Folge den Anweisungen aufs Wort. Hier, der Codeteil der UC und eine Archivzugangskarte. Der Eingang ist am gleichen Platz wie das Mastgebäude, direkt gegenüber. Und natürlich benimmst du dich da unten, ja? Ja, ich weiß, ich darf nicht da unten rumbolzen und so. Kriegen wir gerade so hin. Gerade so. So. Na dann, einmal rüberlaufen.
Mit gezogener Waffe fühlt man sich cooler. Schwupps. Und nachdem die UC Navy in der Schlacht von Cheyenne von der zusammengefallen. Und jetzt wieder einmal nach unten. Überwachungsstation heran. Dann gehen wir die Regeln durch. Willkommen im Archiv, Captain. Um fortzufahren, musst du die drei Code-Teile an der jeweils vorgesehenen Stelle platzieren. Sobald sie verifiziert wurden, öffne ich die Tür. Deine Daten befinden sich in Einheit 18. Die anderen Einheiten bleiben verschlossen. Kehre zum Eingang zurück, sobald du deine Daten hast. Wenn du bereit bist zu beginnen, kannst du den ersten Archivcode einführen. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Codes verifiziert. Zugang entriegelt. Du kannst eintreten, Captain. Was mich aber gerade jetzt so ein bisschen wundert, wir könnten sogar... Also es sind nicht mit Schlüssel erforderlich oder ähnliches. Man kann die knacken. Ja, ich glaube, wir machen mal irgendwann mal einen richtig bösen Run, wo ich dann halt auch wirklich nur Blödsinn im Kopf habe. Denn solo und alleine und... Achso. Dein Laserpointer ist ein bisschen durchgegangen. Den hat man gesehen. Durch den Boden hinweg. Dann machen wir mal einen richtig bösen ran. Also so richtig... Ja, wer nicht sputet, wird erschossen, so nach dem Motto. Ich glaube, das müsste ich dann halt... Ich würde es jetzt schon auf sehr schwer machen, aber dann sollte das halt auch dementsprechend... gut mit allen Skills soweit fertig sein, die ich haben bräuchte dafür. Also gerade Schadensperks, defensive Perks, weil da lege ich mich wirklich mit jedem Hanswurst an, den ich bei Dreh auf dem Baum ist. Ja, war etwas. Ja. Mal gucken. So. Wo bist du ja? Captain? Die Vizeministerin hat mir alles erzählt. Beeindruckend. Captain, bitte übertrage die Dokumente an Major Sanon. Sie und ich haben die weiteren Schritte bereits besprochen. Es wird Zeit, dass wir eindeutige Antworten erhalten und herausfinden, ob wir auch die richtigen Fragen stellen. Wenn du dann soweit bist... Hier, wird Zeit, dass ich das Zeug loswerde. Verstanden und bestätigt, nehme ich an. Danke, Captain. So viel also zu den Daten. Wir haben bereits diskutiert, wo genau unsere Forschung stattfinden soll. Das Hauptquartier der Red Devils auf dem Mars, wo du Percival gefunden hast, bietet sich an. Da gibt es bereits die nötigen Geräte und Sicherheitssysteme. Es klang aber so, als hätte die Vizeministerin erst noch ein paar Sachen mit dir zu besprechen. In der Tat. Und zuoberst auf der Tagesordnung steht deine Einbürgerung. Dann sehen wir uns wohl auf dem Mars. Captain, bitte folge mir. Ich werde, glaube ich, ein bisschen schneller sein. Weil ich ja weiß, wo es hingeht. So, und zwar war das... Zentralkommando... Ah, ich muss noch ein bisschen warten. Schade. Die Auswahl ist noch nicht drin. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Minuspunkt bei Adria. Wer hat dein Schiff gebaut? Ach ja, hier sieht war das. Nee. Hier war das. Genau, hier oben war das.
Immer noch ein schöner Ausblick von hier oben. In Ordnung, Captain. Bist du bereit, Bürger der United Colonies zu werden? Ich bin bereit. Sehr gut. Wir haben noch mehr zu besprechen. Also bekommst du die kurze Version. Bitte erhebe deine Hand. Captain, durch deine Taten heute und in den vergangenen Tagen hast du dir deinen Platz in den United Colonies verdient. Durch deinen Dienst, deinen Mut, deine Stärke und deinen Einsatz für das Allgemeinwohl wirst du diese Werte auch in Zukunft aufrechterhalten? Klar, meinetwegen. Na gut, das muss reichen. Dann verleihe ich dir hiermit die vollwertige Staatsbürgerschaft der United Colonies. Hier, dein offizieller Pass und dein Einbürgerungsgeld. Wir haben außerdem das Immobilienbüro Aphelion informiert, dass du zum Erwerb von Immobilien berechtigt bist. Also, dann kommen wir nun zum nächsten Thema. Ein Mitglied der UC hat um ein Gespräch mit dir gebeten. Die Position dieser Person ist etwas kompliziert. Normalerweise käme das nicht in Frage. Aber diese Person hat möglicherweise Informationen, die bei unserem Terrormorph-Problem sehr nützlich werden könnten. Und die will sie nur mit dir teilen und hat namentlich um dich gebeten. Du musst mir also versichern, dass alles, was du gleich siehst, strengster Geheimhaltung unterliegt. Niemand darf davon erfahren. Nimmst du diese Bedingung an? Nee, komm. Ich werde das Geheimnis mit ins Grab nehmen. Hoffentlich wird es dazu nicht kommen. Begib dich zum Aufzug. Dein Ziel ist unter Sektion 7. Ich sorge dafür, dass du die Freigabe hast, bis du dort ankommst. Weil ich würde gerne jetzt ihn befreien. Deswegen, wir schweigen wie ein Grab. Unter Sektion 7. Na? Jetzt ist sie zuerst rausgegangen und jetzt komme ich nicht mehr raus hier. Ich kann auch vom Turm springen, so schlimm ist es nicht. Gut, unter Sektion 7. So, bevor wir aber jetzt reingehen, würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.